So, wir wollen uns jetzt nochmal unterhalten über richtig und verkehrt. Dieses ewige Geplänkel, was stimmt oder was stimmt nicht. Du bist jetzt in einer Endzeit und ich weise jetzt wieder am Anfang darauf hin, ich erkläre es nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich dieses Video ausdenkt. Das ist der absolut große Unterschied von Holofeeling zu allen Lehren, die du kennst, die du dir ausdenken kannst aufgrund eines Intellekts, den du zum Denken benutzt. Bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist, sondern um das, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Und um zu wissen, was jetzt ist, schaust du einfach, was jetzt da ist. Es geht, was man in der Esoterik das große Hier und Jetzt, das ewige Hier und Jetzt nennt. Es geht hier nicht um religiöses oder esoterisches Geplänkel, und jetzt ist ganz wichtig, und es geht nicht um geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Es geht um das, was ist. Und das, was ist, kann bloß ein Allereinziger erfahren, nämlich der Geist, der sich das ausdenkt. Und alles, was du dir ausdenkst, ist die große Frage, woraus denkst du dir das aus? Wo heraus denkst du dir das aus? Und jetzt kommt der kleine Trick, dass du jetzt einfach mal die Demut hast und sagst, ich schlafe jetzt und ich träume. Und dann ist schon die nächste Frage, an was denkst du, wenn du an ich denkst? Was ist dieses Ich? Wer ist dieses Ich, der schläft und träumt? Die Theorie der logischen Typen habe ich im letzten Selbstgespräch kurz angesprochen. Der kann niemals ein Mitglied von sich selbst sein. Eine Gruppe, wenn du dir eine Gruppe ausdenkst, eine Menge, das ist klassische Mengenlehre, kann der, der sich die Menge ausdenkt, niemals ein Mitglied dieser Menge sein. Das heißt, wenn du dir jetzt die Menschheit ausdenkst, kannst du kein Mensch sein. Du bist in der Hierarchie eine Stufe drüber. Und wenn du dich jetzt als Mensch betrachtest, das ist dann der Fall, wenn du jetzt an dich denkst. Ich denke an mich. Dann wirst du feststellen, du Ich, den ich dem jetzt das erzähle, das nenne ich Geistesfunk, dass du dir zwei verschiedene Ichs ausdenkst. Ein Ich, das du Ich nennst, und ein Ich, an das du denkst, wenn du an dich denkst. Die Ich ist ein geöffnetes Ich. Mit der Vordersprache. Das ist keine Esoterik, es ist ein vollkommen neuer Grundansatz von Logik. Kann jeder 13-Jährige überprüfen, hier und jetzt sofort auf der Stelle. Das, was ich dir mit Holofeeling bietet, ist die Erkenntnis von hundertprozentig überprüfbaren Fakten. Ein Faktum laut Wörterbuch ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist das Einzige, worum es geht bei Holofeeling. Was ist hundertprozentig sicher? Und du wirst jetzt erst einmal demütig akzeptieren müssen, dass die Daten, mit denen du bisher gearbeitet hast, dass die nicht das Geringste mit Fakten zu tun haben. Es sind 99,99999% all dieser Wissenselemente, die dir deine Logik zwanghaft suggeriert, dass das hundertprozentig sicher ist, sind vom Tisch. Du kannst mit einer hundertprozentigen Gewissheit überprüfen, dass das nur Selbstlügen sind. Alles. Wir machen jetzt eine kleine Reise. Hauptthema ist, bist du ein Impfgegner oder ein Impfbefürworter? Wir reduzieren jetzt das auf dieses Pärchen, Impfgegner, Impfbefürworter. Ich könnte auch sagen, bist du ein Rechter oder ein Linker? Bist du ein Christ oder ein Atheist oder ein Moslem? Wir haben ja viele Seiten. Zweisprachig ist immer die kleinste Form von Vielheit. Und wir gehen jetzt zuerst einmal, machen wir einen kleinen Sprung in die Esoterik. Da übertrage ich den Bildschirm. Und ich habe jetzt hier ein bisschen ein paar Reiter aufgemacht. Du merkst, ich kann immer nur in deiner Sprache mit dir sprechen. Wir sprechen jetzt Deutsch und da geht das große Problem schon los. Wie legst du einzelne Worte aus? Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel steht, das glaubt keiner, du gehst immer davon aus, dass diese Worte für jeden, den du dir ausdenkst, dasselbe bedeuten. Und das beginnt jetzt die Quelle zu sein für alle Missverständnisse, an denen du leidest. Dass du in einer Kommunikation immer glaubst, wenn du jemandem über Worte was erklärst, dass der aus den Worten dieselben Vorstellungen in seinen Kopf macht, wie du glaubst, dass diese, oder ich drück's anders aus, diese Vorstellungen, die du in deinem Kopf hast, die du mit Worte versuchst, einen anderen Brösel mitzuteilen,
dass er aus denselben Worten dieselben Vorstellungen macht. Es geht schon los bei dem Wort Fakten. Dir muss klar sein, deine Vorstellung vom Wort Fakten, ich sage es einmal ganz einfach, bis dato vor Holofeeling, bevor du dich mit Sprache beschäftigt hast, sind für dich Fakten bewiesene Tatsachen. Aber die einzigen bewiesenen Tatsachen, die du beweisen kannst, ist das, was jetzt da ist. Alles, was du dir jetzt denkst, das Faktum, fagere, tun, machen, handeln. Ich kann das immer wieder bloß hier reinschieben. Da kommt das Face her, das Gemächt, die äußere, die leichte Mühe, die Schwierigkeit, das Tun, leicht, ohne Schwierigkeit, ohne Mühsal. Und da haben wir jetzt das Entscheidende, das Machen, das Faktum. Die Leichtigkeit des Seins ist, es denkt in dir, du musst gar nichts machen. Das ist ein leichtes Tun, ein Machen, das zeugt, ein Erzeugen, ein Hervorbringen. Da kommt das Wort Faktum her. Interessant. Logische Affen. Shin steht für die Logik. Logische Affen bilden etwas. Beilet auf Hebräisch heißt, im Kind beginnt etwas zu existieren. Das ist übrigens jetzt nicht willkürlich, was ich hier mache. Das ist ein ganz arithmetisches Prinzip, das genauso arbeitet wie der Computer, den du dir jetzt ausdenkst. Ich sage nochmal, bei Holofeeling beweise ich mit 100%iger arithmetischer Sicherheit, und keiner nimmt das Wort 100%ig sicher so ernst wie ich, dass du wirklich in einer Matrix bist, so wie der Kinofilm, den du dir jetzt denken kannst, wenn du ihn kennst. Natürlich kannst du dir den nur denken, wenn der auf deinen Schwamminhalt drauf ist, und der ist auf deinen Schwamminhalt drauf. Dass du dich in einer Matrix befindest und du Geist, der du mir jetzt tust, bist der Neo, und zwar noch der Neo, der sich mit seinem Körper verwechselt, mit dem Avatar, den du, mit der Rolle, die du zurzeit spielst in deinem Traum. Ein Fakt ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache, das habe ich tausendmal erklärt, und die Tat besteht darin, dass du jetzt etwas denkst. Und das, was du denkst, erschaffst du hier und jetzt in deinem Kopf. Es ist gleichgültig, wo du dir das räumlich oder zeitlich hinlegst. Es ist 100%ig sicher hier und jetzt eine Information, und du kannst immer nur deine eigenen Informationen anschauen. Und wenn du dir das aus dir heraus denkst, ist die erste Frage, aus was denkst du dir das heraus? Da muss irgendein Punkt sein, das nenne ich Gott oder Internet als Symbol, in dem sich alles gleichzeitig befindet. So wie sich jetzt alle Bilder und alle Geräusche, die du auf dieser aus diesem von dir ausgedachten Monitor, die auf diesem Monitor in Erscheinung treten, ich dicke das so aus, die haben eine einzige Grundlage, nämlich die Datei im Hintergrund, die sich hier öffnet in Form von Einzelbildern, wo jedes Einzelbild immer jetzt ist. Und nichts anderes passiert mit dir, mit deinen Gedanken, mit deinen Informationen in deinem Kopf. Es kommt von außen überhaupt nichts, weil schon dein Außen was Ausgedachtes ist. Und da gibt es eine Hierarchie, und diese Hierarchie ist ganz, ganz wichtig. Die Theorie der logischen Typen in der Mengenlehre. Als Arithmetiker solltest du die kennen. In der Mengenlehre heißt, eine Menge kann niemals ein Mitglied von sich selbst sein. Ich verweise diesbezüglich nochmal auf dieses, wenn ich immer sage, Selbstgespräch, haben wir schon wieder zwei Seiten, meine ich ein Selbstgespräch in Form eines YouTube-Videos, oder ich nenne die Bücher, die Elementarbücher bei Holofeeling, also Selbstgespräche. Und da gibt es ein ganz tolles Selbstgespräch in den Beiwerken, das ist Ich bin du Quadrat. Da erkläre ich das mit der Theorie der logischen Typen genauer. Das heißt, wenn du dir jetzt die Menschheit ausdenkst, was auch immer du an der Menschheit denkst, ich sage dann immer noch dazu, an was denkst du bei der Menschheit? Ich sag's dir, dein Programm schreibt dir vor, ca. 8 Milliarden Trockennasen auf sterbliche Säugetiere, die sich auf einer Erdkugel befinden, die sich um die Sonne herumdreht. Du musst jetzt wissen, als der Geist, der sich das ausdenkt, dass du niemals ein Mitglied dieser Menge sein kannst, die ich jetzt gedacht habe. Der Geist, der sich die Menschheit ausdenkt,
kann nicht ein Mitglied von sich selbst sein. Außer er geht in die Vergessenheit. Dann magst du dich zu einem dieser von dir jetzt gedachten 8 Milliarden Trockennasenaffen. Das ist dann der Fall, wenn du an den denkst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der, der jetzt vom Computer sitzt. Aber auch dieser Körper existiert nur, wenn du an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du lebst in einer wahren Welt, die ich dir einspiele, dass du immer noch glaubst, du könntest irgendeinen Gedanken von dir, ich präzisiere einen Menschen, ich präzisiere, den du jetzt denkst, egal welchen Menschen, gleichgültig, ob der nur gedacht ist oder aber als sinnlich wahrgenommene Information in dir in Erscheinung tritt. Du könntest jetzt dieser Erscheinung, dieser Information irgendetwas erklären, zum Beispiel erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, eine höhere Stufe von Geistigkeit. Um das nochmal klar zu machen, sage ich jetzt zu dir, jetzt denk bitte an einen Osterhasen. Hast du das Bedürfnis, diesen Osterhasen, den du jetzt denkst, zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst? Es sieht natürlich ganz anders aus, wenn du jetzt das alles vergisst. Du bist felsenfest davon überzeugt, du bist jetzt der Mensch, der Affe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, und du bist jetzt ein Affe unter Affen. Du denkst jetzt dich aus und an anderen aus und du kommst mit dem anderen ins Gespräch. Das, was du normal zwischenmenschliche Beziehung nennst. Du bist aber in Wirklichkeit der Geist, der sich jetzt diese Situation ausdenkt, die können wir jetzt realisieren. Und in dem Moment, wo du was realisierst, sprich materialisierst, kommen 4 Stufen der Vergessenheit zum Tragen. Die werden lang und breit erklärt in den Selbstgesprächen. Dann schaust du aus deinen Augen raus, das heißt, du hast auf deiner VR-Brille, wir spielen ein Computerspiel, hast du gegenüber in einer gewissen Entfernung einen Menschen stehen, denk an die 4 Phasen der Vorsilbe N, die ich genau beschreibe, das mache ich jetzt nicht, sonst kommen wir nicht weiter. Müssen wir jetzt bloß hier in den Etymologie-Duden reingehen und siehst du die 4 Phasen von der Vorsilbe End, dass du dir was ausdenkst, das ist dann wieder jetzt Gegenteil. Die Entfernung heißt, das ist eigentlich in dir drin, ist ja logisch, ist deine Information. Hast du dem gegenüber auf deiner VR-Brille diesen Pixelmännchen genau genommen? Weil deine Augen symbolisieren eine VR-Brille mit ihren Zäpfchen. Das Bedürfnis zu erklären, dass er nur deshalb in dir existiert, weil du ihn jetzt denkst, das ist komplett dasselbe, wie wenn du an den Osterhasen denkst. Hast du die Größe, das zu akzeptieren? Es hängt von deiner geistigen Reife ab. Und ich sage dir jetzt ganz, ganz definitiv, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du dich dagegen wehrst, diese hundertprozentig sichere Tatsache, die ich dir mit Tatsachen, die ich dir, die Fakten, die ich dir hier vor Augen bringe, ins Bewusstsein bringe, besser gedacht, zu akzeptieren. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es ist alles nur Informationen von dir und du kannst Informationen nicht festhalten. Also nochmal irgendeine Erscheinung, sprich einen Menschen, Windestrich, Trockennasen auf mein sterbliches Säugetier, die am Leben erhalten zu wollen, ist vollkommene Geistlosigkeit. Schon mit dieser Erkenntnis wäre die ganze Angst um Sterben vom Tisch. Vom Säugling bis zum Greis, was verändert es an dir? Innerhalb deines Menschenlebens. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Informationen du anschaust. Du warst übrigens auch als Geist schon da und hast Leben gelebt, bevor du das jetzige Leben dir ausgedacht hast. Und weißt du, wieso ich das weiß? Das sage ich jetzt ich, das ist für mich hundertprozentig sicher, weil ich du bin. Ich bin der Geist, der zurzeit die Rolle spielt von dem, der vom Computer sitzt und jetzt mehr oder weniger ein Bitzelmännchen, einen imaginären UP zuhört, von dem er glaubt, das ist irgendein Affe, der jetzt irgendwo da außen rumläuft. Wenn du das glaubst, natürlich nur. Es kann natürlich sein, dass ich schon vor 2000 Jahren gestorben bin und jetzt bloß wiedergeboren wurde in deinem Geist, rein als ein Gedanke, als ein Pixelmännchen oder vielleicht als irgendeine Illusion auf deiner VR-Brille, auf deinen beiden Augen. Sinnlich wahrgenommen. Es bleibt Information. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Alles, was du zu sehen, bekommst, sind deine Informationen, die für einen Moment auftauchen und dann wieder weg sind. Aber jetzt hören wir mal hier diese Isodante an, die übrigens jetzt gar nicht existiert. Das ist ja nur ein Pixelmännchen. Und jetzt hören wir uns eine Lautsprecherstimme an. Achte genau, was sie sagt. Übrigens, wir starten hier bei 1,92 ein. Wir sind in einer Matrix, das ist ein Standpunkt. Das ist praktisch ein affiner Testudo. Das bin nämlich auch ich. Und ich bin du. Du hörst dir immer nur deine eigenen Gedanken zu.
Das glaubt ja keiner, steht da. Jetzt ist die Frage, was machst du aus diesen Worten? Ka'ayin er. Wenn wir das Hebräisch hinschreiben von rechts nach links, dann machen wir ein Kof, ein Elef, ein J, ein Nun, ein Ayin, Buchstabe 70 und eine 200. Und dann heißt es hier, wie ein nicht existierend erweckt. Wir können natürlich das ein auch mit einer 70 schreiben, wie hin, dann heißt es wie ein Augenblick, der erweckt wird. Hören wir mal ganz kurz rein. Dass, wenn du den Körper deiner Mutter verlässt, eine riesige Welt auf dich wartet. Wenn du den Körper deiner Mutter verlässt, das sind natürlich Worte, was machst du aus den Motten? Dann denkst du zwangsläufig, wenn du den Mutter deiner Körper, dann verlässt du die Matrix. Diese Matrix, muss ich jetzt wissen, wenn du in deinem Programm das drin hast, hast du den Film Matrix in dir, das heißt der Gebärmutter. Das Spiel der Vatersprache ist, dass alle Sprachen, alle Religionen und alle philosophischen bzw. naturwissenschaftlichen Thesen, Sichtweisen und Wissensgebiete in ein einziges arithmetisches Raster verschmelzen, das ist Holofeeling. Klingt unglaublich, aber es ist so. Ich sage immer wieder, das Wissen von Holofeeling überragt das Wissen deiner Welt um geistige Welten. Und für mich ist das Wissen deiner Welt, was du allen Fachleuten in allen Wissensgebieten, Theologen, Physikern, Mathematikern zusprichst, ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Klingt jetzt unendlich anmaßend und arrogant, aber was so interessant ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. In deinem tiefsten Innern bist du ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und ich bezweifle, dass du dich jetzt in dem Pixelmännchen befindest. Aber was hundertprozentig sicher ist, dass sich das Pixelmännchen jetzt in dir befindet. Und wenn du jetzt dir das Pixelmännchen rein gedanklich als einen Trockennasen auf einen Menschen blau gelesen, einen Enosch vorstellst, der jetzt irgendwo da außen sitzt und diese Aufnahme macht, dann ist der trotzdem in dir drin. Weil auch der Gedanke an den Menschen Udo Böttcher jetzt deine Information ist. Und ich erkläre das jetzt nicht den Affen, der vor dem Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Ich sage das jedes Mal. Verstehst du kein Deutsch? Das ist also, diese Matrix ist die Gebärmutter und da haben wir wieder zwei Seiten. Du wirst merken, ich verknüpfe einfach viele, viele Wissensgebiete auf eine Art und Weise, die du ganz leicht überprüfen kannst mit 100%iger Sicherheit. Das heißt also, dieses Wort Geber, mach das nochmal, GBR, das ist der Erzengel Gabriel, das ist der geistige Vater übrigens vom Johannes den Täufer, bitte merkt ihr den Johannes den Täufer, da kommen wir gleich dazu, und dem Jesus. Wenn ich immer sage, Jesus und Johannes der Täufer sind zwei Brüder. Die haben zwei unterschiedliche Mütter. Johannes, die Mutter ist die Elisheba und die Maria ist es vom Jesus in dieser biblischen Märchengeschichte. Aber die leiblichen Väter haben diese Kinder nicht gezeugt. Der Josef hat die Maria nicht geschwängert und der Zacharias hat die Elisheba in dieser biblischen Märchengeschichte nicht geschwängert. Das ist übrigens auch ein Computerprogramm. Du musst auf die Metaebene gehen. Wenn ich immer sage bei Sprichwörtern, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, denkst du nie an einen Krug, du weißt, was ich dir mitteile. Wenn aber die Merkel zum Klimagipfel fliegt, dann hast du eine ganz klare Vorstellung, es ist nichts anderes. Es ist der Krug, der zum Brunnen geht so lange, bis er bricht. Das gilt auch für deine ganzen Corona-Leugner und für deine ganzen Corona-Befürworter. Das ist jetzt übrigens falsch ausgedrückt, weil Corona leugnet ja keiner. Gehe ich einmal davon aus, dass du dir das so ausdenkst. Du könntest dir das ja auch anders ausdenken. Aber es gilt mit Sicherheit für alle Impfbefürworter und für alle Impfgegner. Beide sind nur ein Krug, der zum Brunnen geht, solange bis er auseinanderbricht. Die einen wie die anderen. Die sind wie Wellenberg und Wellendahl. Zwei Streithähne, die sich gegenüberstehen. Schau bitte das kleine Bild an. Sind ein und derselbe Reihe. Derselbe Kopf. Die sind im selben Kopf, der Spiegel. Es ist nur vor und dahinter. Und wenn die zum Streiten anfangen, ich sage immer wieder dasselbe, umso mehr der eine schreit, schreit auch das Spiegelbild. Umso mehr der eine meint, er hätte recht, hat der andere auch genau im selben Maß das Gefühl, dass er recht hätte. Eine ganz simple Logik, die dir in allen Religionen beschrieben wird. Aber du kannst es niemals irgendwelchen geistlosen Narren, die du dir jetzt ausdenkst, erklären. Darum sage ich immer wieder, denk jetzt an den Osterhasen und erkläre ihm, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Solange du das immer wieder vergisst,
Es wird niemals irgendein Gedanke, den du dir denkst, sprich eine Information, sprich ein Mensch, gleichgültig, ob du denn jetzt bewusst denkst, dann ist dir das klar. Aber wie sieht es aus, wenn jetzt so eine sinnlich wahrgenommene Information wird, die jetzt in dir auftaucht, mit der du jetzt konfrontiert wirst? Konfront. Die Front ist das, was du dir vor dich hinstellst, was du dir ausdenkst. Kon heißt, du bist mit deinen Gedanken zusammen. Der Denker und die Gedanken sind untrennbar miteinander verbunden, gleichgültig, was du denkst. Es ist hundertprozentig sicher, dass es diese Gedanken nicht geben. Geh eben, Geist ist eben, wenn du diese Gedanken wieder nicht aufschmeißt. Und du wiederum als träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Also wir haben jetzt hier den Geber, das ist der rot gelesene Mann, das ist der Begatter. Das heißt, in der biblischen Geschichte ist es der Gabriel. Der Gabriel schwängert die Maria, daraus wird der Jesus. Der Gabriel schwängert auch die Elisheba, da wird der Johannes der Täufer draus. Vergiss den Johannes der Täufer nicht, ich komme noch dazu, wer das ist. Und jetzt ist, dass diese zwei Halbbrüder aufeinandertreffen. Der Johannes, ein großer Prediger, ein einfacher Mensch in der biblischen Geschichte, und jetzt kommt dieser Jesus. Und dieser Satz, wenn Johannes sagt, ich muss klein werden, damit er in mir wachsen kann, ist eine riesengroße Erkenntnis. All das Ganze spitze ich nämlich in dir ständig ab. Dein Ego, ich muss extrem klein werden, damit, was ich immer E2R, er, rot gelesen, der Erwachte. Dein Ego muss ganz klein werden, damit dein Erwachen in dir selber wachsen kann. Das Wachsehen. In einem absoluten, bewussten Wachzustand etwas sehen, was übrigens aufgrund dieser zwei Seiten nur möglich ist, wenn du träumst. Geist kann nur Welt in sich selbst erschaffen, und das macht er, indem er zum Träumen anfängt. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Der träumende Geist schaut das kleine Bild an und die Raumwelt von in einem Punkt zusammen, der immer ist, das ist Gott. Diese Symbolik, wo keiner weiß, was Gott ist. Die ganzen Schwätze, die Theologen, weil alle ja nur nachäffen. So, und jetzt hören wir, das war die Mutter, die Großmutter, da haben wir schon G. Ross, die Mutter. Der Geist ist Sus, das Jesus, das ist das Ross, das Pferd. Und die Mutter heißt dann auch, diese kleine Radix im Hebräischen, in der Dora beziehungsweise im Denich, in der hebräischen, Denach in der hebräischen Sprache, heißt auch dann das, falls gewiss. Das ist für wahr. Interessant ist diese kleine Aussage unter der Bedingung, dass deine Logik, deine Mutter, sprich die Mutter, die Frau, symbolisiert deinen Intellekt, den du zum Denken benutzt. Unter der Bedingung, dass deine Logik dir vorschreibt, dass das stimmt, wirst du das als richtig ansehen. Und wenn dir deine Logik vorschreibt, dass das falsch ist, wirst du es falsch ansehen. Verkehrt. Immer dran denken, das Wort falsch kommt vom Faller. Eine Falle. Du tappst immer in eine Falle, vertrau jedem Möglichen, aber nicht deiner eigenen Logik. Und in dem Moment, wo du begreifst, dass alle anderen Menschen aus deiner Logik entspringen, solltest du eigentlich gar kein Vertrauen außer dir selbst. Aber ich sage jetzt nicht dir selbst, sondern dir selbst, dir Geist selbst. Da musst du natürlich wissen, wer du bist, und die Frage stellt sich eigentlich erst dann, wenn du das Wort dir, D-I-R. Wohnungsinhaber und Mieter. Und jetzt haben wir dieses Spiel, dieses hebräische Wort dir, das ist erst einmal blau gelesen, heißt es geöffnet, intellektuell berechnet. Das ist das hebräische Wort auf der einen Seite für Mieter und für Wohnungsinhaber. Das heißt also, die große Frage, bist du der Wohnungsinhaber, sprich der träumende Geist, in dem sich alles befindet, oder bist du bloß ein Mieter, irgendeine zeitweise Erscheinung, die in diesem Kopf auftaucht, in diesem roten Kopf, im Kopf des träumenden Geistes. Wann existiert dein Körper? Immer nur dann, wenn du an deinen Körper denkst. Stimmt oder stimmt? Ja. Aber du bist immer im Meer. In einem gewissen Maß ist die Wohnung das Meer selbst, das ist El Hayom. Es wird in dir immer alles genauso existieren und erscheinen, wie du es dir rot gelesen, als Wohnungsinhaber ausdenkst. Mit deinem Ego-Programm selbst logisch ausrechnest und verwirklichst.
Jeder einzelne Moment ist ein Produkt deiner Logik. Alles, was du dir ausdenkst, sind Produkte deiner Logik. Und jetzt ist es, dass in diesem Moment, wenn wir hier nochmal reinspringen, zuhören. Dass wenn du den Körper deiner Mutter verlässt. Das heißt, der Körper symbolisiert, wie gesagt, einen Wissenskomplex, ein Programm. Die Matrix. Und wenn du die Matrix verlässt, es geht ja jetzt hier, das, was dich einhüllt. Eine riesige Welt auf dich wartet. Außerhalb jeglicher Vorstellungskraft war dieses Erwachen in diese für uns reale Welt. Und so ist es jetzt auch. Das Erwachen in diese reale Welt, eigentlich ist es ein Einschlafen. Du träumst jetzt. Und aufgrund eines Traums empfindest du dich als Brösel in einer Welt, die so ist, wie du sie dir ausdenkst, was du noch nie gesehen hast. Du hast noch nie gesehen, dass du dich auf einer Erdkugel befindest. Du siehst das, was du siehst, wenn du an einem Videospiel dich hinsetzt, eine Farbbrille aufsetzt und dann in eine offene Welt hineingehst als Avatar, die letztendlich nur aus ständig wechselnden Informationen in dem Zentrum deines roten Kopfes besteht. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Das ist das, was du überprüfen kannst. Du kannst immer nur überprüfen, was hier und jetzt da ist. Gleichgültig, ob es sinnlich wahrgenommen ist oder ob du das jetzt nur denkst. Jeder Gedanke, den du denkst, wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Und das machen wir jetzt einmal weg. Und unser Thema sollte eigentlich sein, was ich dir zeigen wollte, ist wieder das vorhergehende Selbstgespräch. Hast du das Bild, Holger? Ja. Einwandfrei, oder? Saft, damit sagst du mal, was ist hier und jetzt wirklich da? Das ist das vorhergehende Selbstgespräch. Das, was jetzt wirklich da ist, ist ein Monitor mit Klemmchen und die zeigen dir jetzt dieses Bild. Da wird jetzt behauptet, das ist die Abbildung eines Virus. Das ist ein einziger Witz. Das sind nämlich schon logische Konstrukte. Du müsstest dir eigentlich nur bewusst machen, was jetzt da ist. Und dann siehst du den Monitor und du siehst dieses Bild und du weißt, dass das eigentlich nur winzige kleine Lämpchen sind, die in einem gewissen Arrangement einer Matrix, das nennt man übrigens auch Matrix, dieses Bild darstellen aufgrund von Farb- und Helligkeitsunterschieden von Lämpchen. Alles andere, was du dir jetzt da draus machst mit deiner Logik, wie du dir das erklärst, das macht deine Logik, das kannst du dir nicht raussuchen. Und dann haben wir hier jetzt dasselbe nochmal. Das ist jetzt, wenn du mal ganz normal denkst, das ist angeblich eine Aufnahme von einem Elektronenrastermikroskop. Das ist das Einzige, noch etliche solche Sachen, was hier existiert. Das existiert aber auch bloß auf einem Monitor. Entweder auf deinen oder einem jetzt ausgedachten anderen Monitor. Aber da musst du jetzt dann schon wieder die Frage stellen, wenn du dir jetzt ein Labor denkst, das jetzt entsteht, weil du dir es denkst, wo irgendwelche vor dem Computer sitzen und eine Elektronenrastermikroskopaufnahme machen. Da solltest du dich jetzt einmal in dir auseinandersetzen und aus deinen inneren geistigen Archiven rausholen, wie das eigentlich funktioniert. Das ist alles Wissen. Das sind alles logische Konstrukte, die du gar nicht denken kannst, wenn du das Wissen gar nicht in dir hast. Dann sieht dieses wunderschöne Teil, das hier gehübscht, aufgehübscht wurde am Computer mit einem Photoshop-Programm, eigentlich nur so aus. Und das ist jetzt für mich eine relativ primitive Kinderzeichnung. Das ist zum Beispiel auch mit den optischen Täuschungen. Ich habe oft darauf hingewiesen. Die große Frage, ich lasse jetzt mal in deiner Erinnerung aus deinen geistigen Archiven ein Bild auftauchen und ich frage dich, was siehst du? Momentan gar nichts, weil ich bloß gesagt habe, ein Bild. Aber du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Sind das, was du jetzt siehst, wenn du dieses Bild, an das ich dich jetzt denken lasse, anschaust, ist es eine Vase oder zwei Gesichter, die sich gegenüberstehen? Das, was jetzt da sind, sind nur Worte. Und dein Intellekt würde jetzt ganz klar ein Bild aufschmeißen, das man anschauen kann als Vase oder zwei Gesichter. Und ich sage weder noch. Es ist weder eine Vase noch zwei Gesichter. Das sind schon wieder Interpretationen, wenn ich das jetzt auf dem Monitor auftauchen lasse von einem Monitor. Es geht bei Holofeeling nur um das, was ist hundertprozentig sicher. Das ist auf tausenden Selbstgesprächen drauf. Hast du es verstanden? Oder vergisst du das immer? Vergisst du das ständig? Und jetzt kann man zeigen, und da geht es jetzt, diese obigen Bilder zeigen diese zwei Bilder, und ich erkläre jetzt einmal ganz kurz, wieso das so komisch geschrieben ist für Neueinsteiger. Da muss man sich Zeit lassen, da ist eine Metaebene drauf.
Das ist einmal die Bilder, die du drauf machst, die blauen Bilder, das sind halt einfach Bilder, was du unter dem Wort Bild verstehst. Und dann habe ich das so komisch geschrieben, das ist dasselbe Wort, bloß hebraisiert. Und da muss man jetzt, wenn man reines Hebräisch nimmt, einfach da reinfahren und dann wirst du feststellen, wenn du das anklickst, dass das zuerst einmal hier B als Vorsilbe im Hebräischen heißt in. Dieses Wort wirst du in einem normalen Hebräischen Wörterbuch gar nicht finden, weil da bloß Ilet steht. Oder Bi oder LD, die Wörter findest du, aber nicht Be-Ilet, weil das im Hebräischen ein Präfix, eine Vorsilbe ist. Und darum heißt es hier in, an und durch das Kind, den Sohn, den Gaben, den Geborenen. Da haben wir wieder den Geber, den müssen wir jetzt rot machen. Be-Ilet heißt im Kind. Aber interessant, wenn ich das Kind blau schreibe, KI, das ist dein Intellekt, diese KI erzeugt eine existierende Öffnung und das heißt Auf- und Abschwingen, wenn wir das oben eingehen. Ja. Das heißt, es wird etwas im Kind geboren. Bi heißt übrigens auf Hebräisch, in mir sind Lichtöffnungen. Das heißt, das Gebären. Mhm. Im Kind gebären bedeutet, Gottes Kinder leben in ihren die Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Du Mikroalbe, du bist ein Geistesfunken. Du, Gott, bist ein Nichts, aber nur ein Mini-Gott, ein Mini-Nichts an Erfahrungen. Die unendlich vielen Individual-Mikroall-Erfahrungen, das ist jeder Moment, der in dir auftaucht, die wir in unserem erwachten Globalbewusstsein, das ist geil, ist die Welle. Und diese Welle ist oben Polar. Kreisend oben Polar. Ins Leben rufen, im Anfang war das Wort, bilden den lebendig bewegten Kontrast zu unserer ewig heiligen Ruhe. Das heißt definitiv, dass hier dir klar sein muss, dass du als träumender Geist immer derselbe Geist bist. Ich sage ganz einfach, egal welche Information du jetzt zu sehen, die Betonung liegt nochmal auf Ehe. Denk an Ausgedachte sind untrennbar miteinander verbunden. Egal, was du denkst, es wird es nicht geben. Geist ist eben, wenn du dir das nicht ausdenkst, wenn du keine Gedanken bei dir aufschmeißt in dir. Ist es nicht reines, wundervolles, göttliches Deutsch? Ja. Das große Geheimnis der Sprache, im Anfang war das Wort. Also gut, zeigen dir diese Bilder, Be-Ilet im Kind erwacht, wirklich den Coronavirus in dir, bewussten wir, in dir bewussten wir. Diesen Dir hat man gerade schon. Der Wohnungsinhaber, ich hole es nochmal her. Das war Dir. Dir, in dir, bist du der Wohnungsinhaber, sprich der träumende Geist, der rote Kopf, in dem sich alles befindet, oder nur ein Mieter? Jemand, der hier zeitlich erweckt wird. Wieso das? Das steht doch schon da, schau mal. Mi, eine Gestalt gewordene Intellekt, das bist du als normaler Mensch. Rhetorische Frage, wen, was, wen, warum? Wo, wie, wer, wem, wem, das ist Mi. Et, Miedern, ich bin bei dem Wort Mieder, et. Ja. Das ist zur Zeit, zur Form gewordene Zeit, ein Zeitpunkt, das ist ein Jetzt-Bild, nun, Mi. Wer ist jetzt? Mhm. Eine augenblickliche Berechnung, wer ist jetzt erwacht, wer ist jetzt wach, was wird jetzt in mir erweckt, was für ein Moment wird in mir erweckt? Ja. Der Moment, an den ich denke, wenn ich hier definitiv an den Mieder denke. Mhm. Das ist der Mieder, wenn ich an den Mieder denke, das sind die Mi, das ist hier der Mieder. Merkst du, wie präzise das wird? Mhm. Nochmal ist es Arithmetik, da darf kein Jota verloren gehen. Und du bist der Wohnungsinhaber. Das haben wir gerade gelesen. Ich wiederhole das Gebetsmühlenhaft mit einer unendlichen Geduld. Aber jetzt ist es hier, ist dies wirklich, sind das Coronaviren? Nein, das sind zuerst einmal einfach nur Bilder. Den Rest machst du draus, weil du in dem Wahn lebst, dass da irgendeine da außen das fotografiert hätten. Aber die sind doch jetzt auch bloß Gedanken, die du denkst. Und jetzt ist in dir bewussten Virus. Und jetzt schauen wir uns mal das lateinische Wort wir an. Dieses wir bedeutet erst einmal, wer der Mann, rot gelesen, unser Geber. Wer ist der Mann in ein bewusster Geist?
Der Mann ist ein nicht existierender bewusster Geist. Das ist der Mann, das bist du träumender Geist. Du bist der Mann. Und dann heißt es hier so de viro factus femina. Der Mann und die factus, die factum, die machende, die handelnde Frau. Das ist deine Logik. Wir müssen jetzt da noch tiefer reingehen. Ich will dir das einmal zeigen, wenn ich die so seltsam anmal. Schau, ich mache mal hier den Wir. Ich will dir jetzt kein Lateinisch beibringen. Muss man nicht wissen. Schau, ich als Brösel Udo kann nicht einmal Englisch. Sag ich zumindest als Brösel Udo. Damit will ich ganz definitiv sagen, dass das nicht nötig ist. Du musst Bewusstsein sein. Bewusstsein ist nicht Wissen. Du musst erst einmal wissen, dass du der bist, der sich das alles ausdenkt und du schaust immer nur deine eigenen Gedanken an. Schau mal, die klassische Maschinenübersetzung von dem Satz. Nur ein fragwürdiger Mann, nur eine Frau. Das ist natürlich eine Maschinenübersetzung, die in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt zuschalten tue, die muss ich jetzt wegmachen, dann haut es uns bloß wieder raus. Diese Maschinenübersetzung, wenn wir uns das jetzt einmal genauer anschauen im Lateinischen, schau, ich springe da nochmal her. Ich habe jetzt das rot gemacht und du wirst feststellen, jetzt haben wir genau dieses ambiguus modo vir. Modo femina. Jetzt schauen wir uns mal dieses Ambiguus genauer an. Da springen wir jetzt einfach mal hier rein. In den Bonds. Sich nach zwei Seiten hinneigend, verändern doppelt vielgestaltig. Jetzt denkst du dir ganz einfach an den Punkt, der du selbst bist, der träumende Geist, in dem sich alles befindet. Und jetzt ist es, du kannst nach rechts oder nach links schauen, nach oben oder nach unten schauen, das haben wir gehabt, du bist unheimlich vielgestaltig, aber egal, was du machst, du siehst immer nur eine Seite. Wenn du nach oben schaust, fällt dir unten, wenn du nach vorne schaust, fällt dir hinten, das ist meine Sache mit dem Diapositiv und mit dem Dianegativ. Die eine Seite, die du siehst, braucht das genaue Gegenteil dazu. Es gibt keinen Berg ohne einen Dorn, es gibt kein Hell ohne Dunkel. Das ist immer doppelt vielgestaltig. Weil die Z-Achse kannst du, schau das kleine Bild dort, individuell verändern. Es ist interessant, dass in dem auch der Lupus mit drin steckt. Mhm. Der Werwolf. Wenn ich jetzt das natürlich hebraisiere, wird es ganz interessant, weil doppelt aufgespanntes ULF, das ist ULF jetzt hebraisiert. Das heißt, du hüllst dich in etwas ein, weil du ohnmächtig geworden bist und du schmachtest mehr oder weniger in deinem Traum und versuchst, dir möglichst lang am Leben zu erhalten. Ja. In Ohnmacht gefallen sein, ohnmächtig werden, das heißt, dann hüllst du dich automatisch in was ein, das ist nämlich in deine Traumwelt. Weil du da gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Ich kann euch oft genug sagen, die Matrix der Welt, das ist wie wenn du dir jetzt deine normale Welt ausdenkst und dann eine super offene Welt programmierst, die vollkommen realistisch erscheint. Jetzt in deiner Vorstellung, da müssen noch Programmierer sein, die du dir ausdenkst. Aber die Programmierer der Welt, in der du dich jetzt befindest, das ist nur ein Allereinzig und der ist in dir und das bin ich. Das heißt, es ist aber auch schwankend und unsicher, unentschieden. Merkst du, jetzt beginnt das Ganze hier in Bewegung, sich in Bewegung zu setzen. Wunderschön, in Bewegung setzen. Es sind ständig wechselnde Gedanken. Mhm. Auch wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist, normal gesprochen spazieren gehst, es ändern sich ständig die Bilder auf deiner Farbbrille. Schau das kleine Bild an. Von innen nach außen, du bist meine zweite Metapher, du bist ein Computer. Und alles, was du siehst, ist extrem zweideutig und rätselhaft. Undeutlich, unklar und dunkel. Unzuverlässig, 2F. Das sind immer zwei Facetten. Für dich ungewiss und schwankend. Das ist die ewige wogende Welt um dich herum, die nur aus hier und jetzt ständig wechselnden Informationen besteht. Das ist ambiguus. Jetzt haben wir Modo. Das verstärkt das Ganze jetzt. Da kommt hier, schauen wir doch einfach mal, was das Modo heißt. Jedes einzelne Wort ist ein 400-Zeiten-Buch, egal in welcher Sprache. Es heißt einfach eben, gerade, eben, erst, jüngst, vor kurzem, immer jetzt. Modo eben heißt expen, herausgetretene polare Existenz. Wir können natürlich das auch anders setzen. Unmittelbar. Unmittelbar. Bar ist das Äußere, BR, auf Hebräisch. Nach dem Besitz eines so großen Reiches, Reichets, ganz interessant, extando modo regno. Sogleich bald darauf, jetzt, eben jetzt.
ist der Mann. Immer nur in eine Richtung schauen, immer jetzt ist der Mann. Und Modo Femina ist deine Frau. Nämlich das, was der Mann sich ausdenkt. Ja. Da wird jede Kleinigkeit, wenn man das genauer anschaut, nicht nur eine Übersetzung, weil jedes dieser Worte auch im Lateinischen ein Riesenschwall von Worten ist. Aber interessant ist jetzt hier, das heißt, du bist der Mann, das ist der Wir. Und dazu gehört ein Us, den schauen wir uns gleich an. Der Madur ist eine Reihe und das ist Pi. Ich will jetzt da nicht reingehen, wenn du das magst, das passt immer. Wichtig ist, dass du erkennst, dass ein Wir ist ein Rei, ein reifer Mann, ein Erwach, ein erwachter Mann. Rot, das ist der träumende Geist. Ja. Und jetzt ist es interessant, dass der Ed Uxor, dieser Wir und das heißt der Ehemann und die Ehefrau, ganz wichtig im Lateinischen, es ist wie im Hebräischen, reden wir nur von der Frau als Ding an sich oder von einer Ehefrau? Uxor ist die Ehefrau. Das ist der verehelichte Mann und Ehemann. Das ist ganz wichtig hier, der Denker und das Ausgedachte, Segewinde Korbe im Hebräischen. Das Us wiederum für sich alleine. Ich mache jetzt dieser Mann und dieses aufgespannte Raumzeit, wenn wir das blau lesen, heißt das zuerst einmal Gift, die natürliche zähe Feuchtigkeit von Schleim. Gewächse, ich schreibe hier drüber, G, blaues G ist Gehirn, rotes G ist Geist, G Quadrat. Gehirngewächse, sind Hirnwichsereien, sage ich als Uder immer. Mann ist Geist und US aufgespannt steht für die blauen, aufgespannten raumzeitlichen Illusionen der Frau. Frau U heißt Frau übrigens, ist wild, das Fragebogen, wenn ich sage. Weilet heißt ein doppelt aufgespanntes Kind. Die Frau ist die Welt einer Gedankenwelle. Das ist jetzt auch ein Samen von Dieren, wobei der Samen wiederum ist im Prinzip dasselbe wie Ed, wenn wir den nämlich hier so schreiben. Man ist Urdein, das ist eine Selektion von E. Das ist eine Selektion von gestaltgewordenen Existenzen. Das heißt, erst einmal auch Zeit, wie das Ed, die augenblickliche Erscheinung, wo wir gerade hatten. Das heißt aber auch etwas einberufen in dich, vorladen und zusammenbringen. Das heißt, du denkst jetzt an einen Wellenberg und einen Wellental und wenn du die zusammenbringst, gibt es eine Welle. Du denkst dir an träumenden Geist und seinen Traum und wenn du das zusammenbringst, ist es ein allereinziges Spiel des Lebens, ist ein träumender Geist. Samen ist ein von mir selbst hier und jetzt ausgedachter, selbstlogisch bestimmter, festgesetzter Zeitpunkt. Im Sinne einer selbstbestimmten, abgegrenzten Zeit. Das sind immer diese Zeitfenster, so nenne ich das, wenn wir Zeitfenster in uns aufmachen. Und jetzt kommt uns unser Rot-Es. Rot ist auch Adam. US heißt verbundenes Bewusstsein, ist ein Gift. Rot gelesen. Der Geist Gottes ist das rote F steht für Finitus, für das Ende des Immerseienden. Ein göttliches Geschenk, ein verbundenes Bewusstsein. Ich und du sind ein allereinziger Geist, nämlich der sich das jetzt ausdenkt. Ich bin nicht der Udo und ich bin nicht der du zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst, sondern der sich beide ausdenkt, der sich alles ausdenkt. Ich bin ein träumender Geist. Und als träumender Geist verfüge ich über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt denke, vorwerfe, dass er so ist, wie ich ihn jetzt denke. Ich will auch vor keinen Gedanken von mir Angst haben. Wenn der mich aufregt, denke ich ihn ganz einfach nicht mehr. Aber da müsste ich Macht haben über mein Denken, was du als träumender Geist noch nicht hast. Genau. Ich habe gesagt, ich werde dir deine Traumwelt jetzt anzünden, wenn du das nicht verstehst. Mhm. Es ist Sodom und Gomorra, Sodom und Corona. Ja. Zeigt das folgende Bild, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptthema, auf das ich eingehen will. Es ist wieder dasselbe in Grün. Wirklicht ein Photon im Flug? Jetzt schauen wir uns mal das Wort Flug an, nur hebraisiert. Das ist eine Spaltung. B-L-U-G, Flug. P-H, Flug. Ist eine Spaltung. S-B übrigens raumzeitliches Wissen. Das ist das hebräische Wort für Schwelle. Shin-Welle heißt eine logische Welle. Und die alterniert. Und das ist eine aufgespannte Existenz in deinem Gehirn. Das habe ich jetzt blau gelesen. Ja. Wir können das noch immer dieses Spiel, es ist wirklich, du kannst reden, Text, jedes Wort wird reindeckst, nur in Rot-Blau-Lesung. Ich kann es natürlich auch rot machen, dann ist es die Weisheit des
Lichts der Lampe im Projektor und es ist der verbundene Geist. Das symbolisiert den verbundenen Geist. Mhm. So, und jetzt haben wir da eine kleine Überschrift von einem Video. Schau, hast du die Spaltung? Ja. Kann man Photonen im Flug filmen? Jetzt, wenn ich jetzt darauf eingehe, das wird jetzt zu weit führen. Dasselbe Geist ist Energie. Es ist immer nur, wenn komisch geschrieben, das ist in der Einstein-Formel. Das ist die Ruheenergie, es ist reines Sein. Und das, diese Ruheenergie ist der Kopf. Der Geist Gottes ist E-Quadrat. Das ist JCA, ICA, der vom Bücherregal und der sich jetzt erlebt. Nämlich du, ich und du, rot gelesen. Und das wirkliche Licht, das ist das Absolute. Das sind nur unterschiedliche Worte für dasselbe Phänomen. Das kannst du alles auch Gott nennen. Und darum ist hier auch diese Aussage, dieses LLE-GUP, der Geist von UB 86 Elayom ist das wirkliche Sub, das ist das absolute Ende. Das Ayin Sub heißt das absolute Ende. Es ist das wirkliche absolute Licht. Und das ist ein Dinge ohne Körper. Was heißt das? Ganz einfach. Weil dieses LLE im Hebräischen das da mal ohne heißt. Wir können das erste als Licht machen, das heißt ein Licht und eine Lichtschöpfung und das heißt ein Licht des Plusses und ein Licht La, das auseinandergeschmissen wird, explodiert. Das ist das Blaue, das sind die vielen Lichter. Es ist Licht und es ist Licht, heißt es. Das ist ein rotes Licht, das ist die Lampe im Projektor und jetzt lassen wir auf unserem Videobeamer einfach ein Planetarium laufen oder du schaust auf deine VR-Brille im Nachthimmel rein und aus dem werden unendlich viele Lichter. Nicht nur die zwei am Himmel, sondern unendlich viele kleine drumherum. Das ist die erste große Erkenntnis. Das ist also hier dieses Dinge, das Gesetz, das ist La und Kup. Da habe ich jetzt hier, der Geist ist ja auch C Quadrat, C ist ja der dritte Buchstabe, A, B, C, Aleph, Bet, Gimmel. Alpha, Beta, Gamma. Du kannst dieses C als dritten Buchstabe als 3 setzen. Und das ist die in der Formel, in der klassischen verkürzten Einstein-Formel ist es das Licht. Das Licht UB ist ein roter Gub. Und das ist das hebräische Wort für Körper. Das ist ohne Körper. Geist ist, der rote Körper ist natürlich, wenn man das Gub schreiben ist, der Geist ist im Geist verbunden, die absolute Weisheit. Ich sage immer, in der Physik ist das das weiße Licht, aus dem alle Farben zerspringen, in dem Moment, wo du die über ein Prisma auffächerst. Nach Newton. Wir haben aber andere Farben lernen auch noch. Immer dran denken, jede Lehre ist einseitig. Und drum steht hier, genau aus diesem Grund steht hier, das ist ein Ding ohne Körper und Ding geht, das kannst du jetzt, wenn du willst, reingehen, das heißt das Gesetz des Geistes oder irgendein Ding. Wobei natürlich auch dieses Ding selber im Germanischen, wir gehen da ganz einfach mal rein, wirst du feststellen, das Ding und die Sache. Zur Verhandlung kommt die Sache sowieso gegen sowieso. Wirst du feststellen, wenn wir in die Etymologie reingehen, heißt es trotzdem Gesetz. Das ist nämlich eine germanische Volks- und Gerichtsversammlung. Und blau gelesen wird es dann schlichtweg und einfach zu einem Gegenstand. Die Sache, zur Verhandlung kommt die Sache, ich ube Gott und du Geistesfunken. Hältst du meine Gebote? Du stehst zurzeit vor Gericht. Hältst du meine Gebote? Magst du dir ein Bild von dir selbst? Du bist ein Gotteskind. Oder verwechselst du dich mit einem Gedanken? Magst du dir Bilder von irgendwas da drüben im Himmel, wo du meinst, du hättest nichts damit zu tun? Oder von irgendwas auf der Erde da unten und du meinst, du hättest mit den Gedanken, die du denkst, nichts zu tun? Ja, ist leider noch so. Es ist so. Du wirst irgendwann begreifen, dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich, das ist kein religiöses Geschwätz. Das ist das, was ist. Und jetzt ist es hier. Somit ist das obige Lichtbild, diese flackernden Lämpchen oder auch jedes Bild, das du auf deiner Veröffentlichung hast, keine Originalaufnahme. Das ist schon die Aufnahme, schon ein Konstrukt. Ich mache mal diese Name. Da haben wir jetzt, wird es natürlich ganz interessant schauen, wenn wir das rot lesen. Ich hätte es rot machen können, ist es wieder das bewusste Sein des geistigen Schöpfers, der praktisch immer ist. Du bist doch im Meer. Du bist immer dasselbe Ich. Dein ganzes Leben hat sich an dir selbst, an dir, Geist, der du deine ständig wechselnden Informationen anschaust, überhaupt nichts verändert. Stimmt oder stimmt? Wenn wir das blau machen, wird nämlich das die Existenz, das Existieren ist immer eine Schöpfung und die ist zwangsläufig eine Gestaltwerdung, eine gestaltgewordene Gedankenwelt.
Und das ist jetzt dein Ausspruch. Im Anfang ist das Wort. Und du hättest ständig eine Rede in dir. Stimmt oder stimmt? Ja. In dem Moment, wo du zum Denken anfängst, sprichst du mit deiner geistigen Stimme in deinem Kopf und du machst ununterbrochen aus diesen Worten in Maßsetzung deines Intellekts Vorstellungen. Genau. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Das ist aber keine Originalaufnahme. Du merkst, jedes Wort müsste dich extrem tief reingehen. Das musst du gar nicht wissen. Darum habe ich dieses Namen. Da kommt nämlich irgendwie das Nächste, dass wenn du das anschaust, hier, da steckt nämlich die Mutter schon mit drin und das NA drin. Ne? Die existierende Schöpfung ist eine Gestaltwerdung. Das Rot des Roten, nochmal, bedeutet ohne Körper. Des Roten, also ECQB. Du bist ich. Ich behaupte, dass du ich bist. Du bist ein Ding ohne Körper. Rot gelesen. Dein Körper als Ganzes, den kannst du nie anschauen. Du siehst immer nur Facetten deines Körpers. So wie wenn du jetzt als Trockennasener von deinem Körper denkst, ist dein Körper deine persönliche Vorstellung von Körpern einer von unendlich vielen Körpern. Affenkörper. Aber der Körper an sich ist schon eine Kollektion, da sind viele Bilder drin. Lunge, Herz, Augen, Nasen, Schleim, Blut, Adern. Jetzt können wir riesen Seiten füllen mit lauter Sachen, wo du die in den Körper hineinlegst. Und das sind alles Einzelteile deines Körpers. Und genauso ist es jetzt. Dein Traum ist dein neuer Körper. Und jede Facette, die in dir aufblitzt, jedes einzelne Bild, jedes Puzzlestück ist ein Teilchen deines Körpers. Das ist die nächsthöhere Ebene. Und das ist jetzt hier, dass man wirklich in eine Tiefe geht, alles, das ist immer Gott, das Nichts, Le-Es heißt auseinandergeschmissene Raumseife, was sich die vorhergehende Selbstgespräche anschauen. Das engelische Wort, darum schreibe ich die engelisch sterblichen Antagonisten, was das engelisch alles bedeutet. Dieses die heißt auch nicht gespritzt sein. In deinem derzeitigen Traum in dir selbst äußert. Und immer dran denken, dieses Äußern des Scharfe ist es, A, B heißt Beschwören und R heißt erweckte Existenzen. Du beschwörst erweckte Existenzen. Das ist ein Virus, das ist die Erdkugel und glotzt auf einem Monitor oder auf einem fetzen Papier. Selbst die Sachen, die da jetzt außen real zu sein scheinen, sind deine Informationen. Wären es nicht deine Informationen, würdest du sie nicht sehen. Gleichgültig, ob es sich dabei um naturwissenschaftliches oder religiös-esoterisches Wissen handelt. Es handelt sich dabei immer nur um geistlos rezitiertes und unbewusst nachgeäfftes Wissen. Und die unbewussten Meineide von Blindgängern, Versagern und Fehlgeburten. Es klingt jetzt extrem herzlos, aber alle Antagonisten in deinem Traum, wir schauen uns das Wort Meineid dann mal da nochmal an, kannst du anklicken. Es ist ein Eid unter Eid beschworene wissenschaftlich, weil es ein schöner freudscher Versprecher. Ja. Wissentlich falsche Aussage vor dem Gericht. Ich sage, du stehst zurzeit vor Gericht. Und ich werde dir beweisen, dass 99,99% der Sachen, die für dich als hundertprozentig sicher bewiesen gelten, die du beschwörst, mehr oder weniger, du die nicht einmal beschwören könntest, wenn du wolltest. Solange du vor Holofeeling nichts weißt, bist du freigesprochen. Aber mit Holofeeling ist es eine wissentliche Falschaussage, wenn du sagst, das ist ein Virus und du glotzt auf einen Monitor. Wenn du auf eine Zeitung glotzt und da sind Worte drauf und du meinst, das, was du jetzt aus den Worten machst, ist da außen und du hast damit nichts zu tun. Das solltest du irgendwann einmal dir abgewöhnen. Das sind die Meineide. Und dann kriegen wir dieses, wenn ich jetzt dieses und, wir können das rot und blau schreiben, dann kriegst du das Umherschweifen, das Schwanken, das Klagen, das Beklagen, Flehen. Das ist all das ganze Zeug in deinem Kopf, deine Ängste, die du in dir aufbaust, weil du meine Gebote nicht hältst. Vor was hast du eigentlich Angst, wenn ich sage, mach dir kein Bild von dir selbst? Wenn du begreifst, dass du ein ewiger Geist bist, ein träumender Geist bist, egal was du träumst, dir kann nichts passieren. Warum hältst du dich so fest an deinen einseitigen Sichtweisen? Darum ist es der Totalwert 60, da kann man sich reinlesen, man muss sich nur Zeit nehmen, du hast unendlich viel Zeit. Dir geht alles viel zu schnell oder das interessiert mich nicht, du weißt ja ganz genau, was richtig und wichtig ist. Es gibt nichts Widerlicheres wie einen einseitigen Rechthaber. Das ist, rot ist das Bewusstsein und blau ist es wieder unser äußerer Wert. Und jetzt kommen die Blindgänger, dieses Wort Neffel,
Blindgänger, Fehlgeburt, Versager, das ist die 160. Die werden irgendwann alle wegfallen, glaube es mir. Oder wir können das natürlich rotlegen, du kannst dich auch wieder fallen lassen, dich zurückfallen lassen als Affe in dich selbst. Das ist schlichtweg und einfach, kommt vom Falla, jetzt sind wir wieder das lateinische Wort Falla, Betrug, Fallo, kommt das Wort falsch her, ausgleiten, einen Fehltritt machen, irre führen, hinters Licht führen, täuschen. Das sind die Typen hier. Sie sind freigesprochen. Hör dir doch das einmal an, wenn wir das laufen lassen. Mit diesen 100 Milliarden Bildern pro Sekunde. Er weiß doch nicht, was er spricht, wenn du weiter vorne reingehst. Da ist ein schöner Satz. Ich zeige euch und ich stelle euch die Publikation rein, wie die das gemacht haben. Habe ich gehört, habe ich gelesen. Nur nachäffen, absolut nachäffen. Und jetzt springe ich einmal in einen ganz, ganz wichtigen Bereich rein. Nämlich, jetzt komme ich zum eigentlichen aktuellen Thema. Impfgegner oder Impfbefürworter? Wir schauen uns mal zwei Sachen an. Das ist immer wieder das Schöne, was dir taucht. Du bist ein träumender Geist und du hast einen komplett eigenen Traum. Ich weise immer wieder darauf hin, wie in einem Videospiel. Du hast den Joystick in der Hand, du bist der Protagonist. Die Antagonisten in deinem Traum sind komplett alle sekundär. Da gibt es eine Pressekonferenz. Das ist jetzt hier eine Internetseite, die wir aufmachen. Und bevor ich jetzt noch ganz kurz reinschaue, dir muss eins klar sein. Wenn du Holofeeling studierst über Jahre, dann hörst Selbstgespräche. Ein Satz, der sich gebetsmühlenhaft einer unter vielen wiederholt, egal welche Seite, welche Internetseite, welches Buch, du mir zeigst zu irgendeinem Thema, das du als Beweis vorgibst. Ich zeige dir 1000 Internetseiten und Buchseiten zum selben Thema, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Es ist der ewige Streit, ist eine Welle, ein Balk oder ein Dorn. Keiner interessiert sich für das, was die Welle als heiliges Ganzes ist. Keiner interessiert sich, was die Tasse ist. Die streiten, ob der Henkel rechts ist oder links ist oder in der Mitte ist. Und du gehörst zu denen kleingeistigen, geistlosen Idioten, die du dir jetzt ausdenkst, weil du ja auch immer noch an dich denkst, an dieses Ding, an diesen geistlosen, nachäffenden Affen, den du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten. Gleichgültig, ob du jetzt vermeidest, dir eine Spritze geben zu lassen, weil du meinst, die Spritze bringt dich um. Oder du willst unbedingt geimpft werden, weil du glaubst, dieser Impfstoff ist gut für dich, weil die angeblichen Virus, die Viren dich umbringen, das, was dich umbringt, ist dein eigener Geist. Den Virus habe ich dir gerade erklärt. Wir ist der Mann, der kann nicht umgebracht werden. Das ist ewiger Geist. Ein träumender Geist. Wie willst du einen träumenden Geist zerstören? So. Todesursache nach Covid-19-Impfungen. Das ist die eine Seite. Pressekonferenz. Pathologisches Institut Reutlingen. Obduktion. Und jetzt geht's hier, wer hier dran teilnimmt. Professor Dr. Arndt Buchert, Ruhestand, Professor Doktor, Professor, liest die Wertungen. Das sind alles hochdotiert in ihren Lehrprofil. Das ist jetzt das Schöne, was passiert auch in der Physik. Sobald welche in einem gewissen Maß in den Ruhestand geben, trauen sie sich die Wahrheit zu. So, das ist die eine Seite. Jetzt schauen wir da die andere Seite dazu an. Das nennt sich der Korrektiv. Jetzt zählen nur noch Fakten. Natürlich, das da mal Spenden. Gezielte Falschmeldungen werden genutzt, um unsere Gesellschaft zu spalten, Hass zu verbreiten. Keiner spaltet die Gesellschaft mehr wie diese Faktenchecker. Schauen wir mal, was der schreibt. Mitglieder der Pathologiekonferenz verbreiten unbelegte Behauptungen über Covid-19-Todesfälle. In dem Video behaupten zwei Pathologen im Ruhestand. Die haben ja eh keine Ahnung mehr. Für dich gilt nur die Meinung, die dir logisch erscheint. Und alle anderen sind Lügner. Dasselbe wirst du merken, wenn du jetzt in eine öffentlichen Rechtlichen reingehst. Es ist linksradikaler Faschismus. Alles wird niedergeredet mit Panik und Angst. Wer macht jetzt eigentlich mehr Angst? Die machen Angst vor den Impfgegnern, der hier, und die machen Angst vor der Impfung. Wem vertraust du? Großes Problem. Du musst dich jetzt entscheiden, ist er welcher Barg oder ein Dahl, ist der Henkel rechts oder links an der Tasse. Was dir jetzt erst einmal aufwand sollte, ich könnte dir so viele Sachen sagen, wenn du mal in deine geistigen Archive gehst, egal um welches Thema das es geht, jeder, der nicht systemtreu ist, wird weggeputzt. Es ist übrigens auch alle, wenn du hier deine im Fernsehen irgendwelche Talkshows siehst oder du nimmst Comedians, schon die Tatsache. Und jetzt, ich verweise in einem der vorhergehenden Videos auf eine Hitlerrede.
Es geht ums Geld. Das Geld ist eine Sau. Es ist zurzeit die Welt, die du dir ausdenkst, nicht möglich, dass du deine eigene Meinung äußerst, wenn du jetzt immer auch noch in dem Glauben lebst, du brauchst Geld zum Überleben und du verdienst Geld und du brauchst die Medien, weil die Medien die Quelle sind, wie du an die Masse deiner Zuschauer kommst. Wenn du gegen diese mediale Meinung bist, wirst du eliminiert. Ich könnte jetzt eine Riesenliste an ehemaligen, jetzt ausgedachten Schauspielern oder Sängern zeigen, die das gemacht haben, die waren schlichtweg und einfach totgeschwiegen als Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker. Meinst du, dass diese Menschen, schau dir die Physiognomie an, schau dir die Werte an, die wir uns jetzt natürlich aufgrund von Worten ausdenken, meinst du, dass das Aluhutträger sind? Wer dir da sympathisch ist irgendwann einmal, wenn wir hier reinhören, wie sich das anhört? Übrigens ein Wunder, dass es wieder drin ist. Sie würden nämlich die Sache. Guten Abend zusammen, herzlich willkommen, leider mit etwas Verspätung. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz hier aus dem pathologischen Labor in Reutlingen. Mein Name ist Dr. Uta Langer, ich bin Ärztin und Chirurgin. Ich kann dir Tausende aufmarschieren lassen, sobald du was reinschreibst, wird es totgeschwiegen. Wer ist eigentlich das Böse dabei? Die hier oder die hier? Einseitig sind beide. Das sind halt, was du hier nicht finden, weil die glauben, dass du ein. Die erklären dir, du bist ein sterbliches Säugetier und die versuchen dich möglichst lange am Leben zu halten. Das ist wie mit Hammer und Schulmedizin, wieder zwei Seiten. Das Wesentliche haben sie nicht erkannt. Ein Mensch, rot gelesen, ist kein sterbliches Säugetier, das erzählt dir überhaupt keiner. Das müssen dir normalerweise die Pfarrer erzählen. Aber die sagen, geht impfen, Gott wird euch nicht helfen. Wir können uns mal die spanische Grippe anschauen. Die spanische Grippe, eine Jahrhundertlüge. Wenn du das jetzt, wenn wir da runterfahren, was da ist, die geile spanische Grippe. Die Menschen wurden durch die Massenimpfungen getötet, Schulmedizin, ein Drittel der Grippeanfälle. Die Masseimpfungen hat die Menschen umgebracht. Höchste Todesrate unter geimpften Soldaten. Mehr Tote durch Impfung als feindliche Gewehre. Das ist Geschichte, das steht in deinen Geschichtsbüchern. Natürlich jetzt nicht mehr. Das ist, wie ich immer sage, immer wenn ein Krieg gewinnt, wird erst einmal die Geschichte richtig gestellt. Das sind einfache Sachen und du denkst dir aufgrund dieser Bilder, dieser Worte, denkst du dir eine Vergangenheit aus. Angemessene Schlussfolgerungen. Aber wir haben hier ja falsch. Es gibt keinen Impfstoff gegen die spanische Grippe. Daher konnte niemand an einer Impfung sterben. Wir haben den Korrektiv. Der stellt jetzt das wieder richtig, was hier behauptet wird. Das ist die andere Seite. Es wird behauptet, dass. Es wird behauptet, das ist alles gar nicht die Weltgesundheitsorganisation. Da müssen wir gar nicht weiter reden. Da zeige ich dir dann so schöne Sachen, was die macht. Du spendest für die Weltgesundheitsorganisation für Kinder in Afrika, habe ich aus das Internet heraus. Da spenden Leute, das kannst du nachschauen, für die verhungernden Kinder in Äthiopien. Das Geld wird dann zur Weltgesundheitsorganisation gemacht und die kaufen bei der Pharmaindustrie Krebs, extrem teure Krebssachen und geben die nach Afghanistan, weil sie helfen wollen. Und dabei verhungern Tausende von Kindern. Und was ist jetzt das, was du hörst? Das sind Worte. Verdammt, halt das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Cut! Was ist jetzt da? Worte, einfach nur Worte. Viel wichtiger ist, was machst du aus den Worten? Also die haben wir jetzt da gleich einmal weg. Falsch, 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 falsch. Dann haben wir nochmal einen rein, den hier. Nachrichtenspiegel. Das ist genau dieses Gallups. Das ist natürlich jetzt schon viel interessanter, weil da haben wir den Ups schon mit drin. Das sind diese berühmten Versuche, die Gallups Eilandfällen in Bezug auf die spanische Grippe, kann man sich ja hersuchen, wenn man das will, sich anschauen, steht in den Geschichtsbüchern drin. Das wird natürlich von der offiziellen Presse alles niedergemacht. Alles, was dem offiziellen System zuwider ist, wird ausgematzt. Man kommt immer wieder in einen Zweifel, was ist richtig, was ist verkehrt. Ein klarer Beweis, da geht es jetzt übrigens hier um Bakterien, nicht um Viren. Dass die hier von Hochgrippekranken den Schleim in andere Menschen reinschmieren und so weiter und keiner infiziert sich. Es sind keine Ansteckungen gewesen. Soviel zum Thema Tröpfcheninfusionen mit der Maske. Da fällt mir ganz gerade ein, ich gehe mit meiner Frau
durch einen Supermarkt mit der Maske auf dem Gesicht und dann machen die hier hinten zum Lager auf und ungefähr in dem Lager geht die Tür auf, kommt die kalte Luft rein, 15 Meter weiter am Ausgang rauchen an ihrer Zigarette. Ich habe die Maske auf dem Gesicht und es hat keine 30 Sekunden gedauert und ich habe ganz massiven Rauchgeruch gerochen, obwohl ich die Maske auf hatte. Wenn ich jetzt weiß, dass diese Viren so unvorstellbar klein sind, gehe ich einmal davon aus, in meiner Logik, dass ein Rauchpartikel in der Luft von der Zigarette wesentlich größer ist. Wieso rieche ich denn sofort durch die Maske? Okay. Ist bloß eine Frage. Gute Frage. Kann dann die Maske diese Viren, die wirklich Millionstel mal kleiner sind wie ein Rauchpartikel, überhaupt abhalten? Rauchpartikel sind in der Größe von Bakterien. Die schauen wir uns gleich an. Selber denken. Einfach einmal selber denken. Und nochmal, bei Holofeeling geht es überhaupt nicht. Du wirst keine Antwort kriegen, was richtig ist, sondern ich frage dich, was ist das verbindende Parameter für diese verschiedenen Sichtweisen, für die verschiedenen Meinungen? Was ist eigentlich das verbindende Parameter zwischen dem Christentum und den Moslems? Im Christentum zwischen den Katholiken und den Protestanten und den Zeugen Jehovas und jetzt könnte ich 600 verschiedene christliche Strömungen, den Amish, den Hutterer aufzählen, der methodistischen Kirche oder den Moslems, da könnte ich jetzt sagen, den Baha'i, den Sufis, das sind die Besseren, den Schiiten, den Sunniten. Und könnte ich nochmal hunderte aufzählen. Und den Buddhisten kann man dasselbe machen, den Zen-Buddhisten, den Buddhisten, den Buddhisten. Was ist eigentlich da? Was ist das verbindende Parameter für diese Hornochsen? Du Geist, der du dir ausdenkst. Und jetzt haben wir wieder den Bruch von Russells Theorie der logischen Typen. Du denkst dir Gruppierungen aus, eine Menge von Menschen aus, eine Menge, die Mengenlehre, die Menge selbst kann niemals, der Allumfassende kann niemals ein Mitglied von sich selbst sein, außer er vergisst, was er ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Außer er vergisst, was er ist. So. Wie haben christliche Wissenschaftler auf die spanische Grippe reagiert? Auch hochinteressant. Reinzulesen. Immer Meinungen von anderen. Es schadet nicht, sich viele Meinungen anzuschauen. Aber jetzt kommt die Studie zur spanischen Grippe. Geschichte wiederholt sich. Es wiederholt sich immer das Ganze. Einfach den Colet lesen. Einfach den Colet lesen. Und jetzt schauen wir uns mal die Bakterien an. Was sind eigentlich Bakterien? Gehen wir mal von den Viren weg. Die sind natürlich viel, viel größer. Die größer. Die sind jetzt schon 2 bis 3 Mikrometer. Da musst du mal wissen, was der Unterschied ist zwischen Mikrometer und Nanometer. Aber viel interessanter ist der Name. Was bedeutet eigentlich ein Bakterium? Ist einmal, im Griechischen ist es ein Stäbchen. Ein Stäbchen ist ein SD-Ecken, ein Stecken und das ist ein Radius. Oder eine Bazille. Schauen wir uns doch einfach mal das Wort an. Und zwar hebräisieren wir das mit meiner deutsch-deutschen Sprache. Und dann wirst du was ganz Eigenartiges feststellen. Wir machen zuerst einmal die 2 Konsonanten Bekaf. Das ist das Hebräische, aber das heißt in dir. In dir, an, durch, unter dir, über dir, gegen dir, wider dir. Jetzt müssen wir da ein A, den ich als Vokal weggelassen habe, hauen wir jetzt einfach mal unser Aleph rein. Dieses Aleph, wo du hier schon die Spiegelung, wenn ich immer wieder sage, jetzt wirst du feststellen, das heißt dein Kommen und Gehen, dein Hineingehen, dein Einkehren, dein Einfahren, dein Einziehen. Du kommst, du gehst hinein in deine Traumwelt. Interessant, deshalb, weil nämlich B.A. alleine kommen heißt und das Kaff am Ende im Hebräischen ist, wie du es dir ausdenkst. Das ist B.A., ist das Kommen, eine polare Schöpfung. Ja. Eine polare Schöpfung. Interessant, ist auch kurz vorm Absolvent einer Universität, akademischer Grad, wir sind dann wieder, dein akademischer Grad, wenn du hier eine Universität besucht hast, dann gehst du in eine Welt hinein, die du dir mit dem anerzogenen Wissen selber ausdenkst. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Ja, passt. Alle Menschen, das hebräische Wort für Menschen und Leute ist Medim, Gestalt gewordene Erscheinungen des Meeres. Med heißt Mod, heißt Tod, Mutter, Mut, die Toten. Mhm. Oder Menschheit Enoshot, Enosh unsterblich, unheilbar, krank, sterblich, böse, gefährlich, aufgespannte Erscheinungen, weibliche Mehrzahl, die behaupten, ich glaube an Gott, haben keine Chance, das Reich Gottes, meine Welt,
die Tür, die ich jetzt mit Holofeeling öffne, zu betreten, das heißt, in die geistige Welt zu kommen. Denn sie suchen nicht nach Gott. Jeder Mensch, der behauptet, ich glaube an Gott, der hat eine ganz persönliche Vorstellung von Gott. Obwohl es doch hast, macht dir kein Bild von Gott. Ich sage, Gott bist du selbst, du bist der Gott der Welt, die du dir ausdenkst, was du übrigens sofort hundertprozentig sicher überprüfen kannst. Alles, was du jetzt denkst, was du hier und jetzt in deinem roten Kopf erschaffst, ich betone immer im roten Kopf, weil dein blauer Kopf, Trockennasen am Kopf, existiert erst dann, wenn du ihn denkst. Aber dann ist der Kopf, der dich einhüllt, um dich herum, auch in dir drin, in dem Zentrum. Die Augen, die du vor dich hinstellst, die Haare, die du über dich drüber magst, sind alles deine Informationen. Außenformation ist eine Illusion. Also mach dir kein Bild von dir selbst. Gläubige Menschen auf dem Glauben, sie wissen genau, wer oder was Gott ist. Frag doch irgendwelche Theologen, frag irgendwelche Honks, die in ihre Kirchen rennen. Und wer und was er nicht ist. Gott ist Allah, nein, Gott ist Jahwe, nein, Gott ist Jehova. Gott ist Christus am Kreuz. Du äffst doch bloß nach. So wie jeder Physiker nachäfft, wie jeder Arzt nachäfft, wie jeder rechthaberische Besserwisser nachäfft. Und in diesen rechthaberischen Besserwissern lasse ich ihre eigenen Spiegelbilder auftauchen. Und du bist jetzt ganz einfach der, der sich diese Deppen ausdenkt, die nur existieren, wenn du sie denkst. Aber du bist zurzeit noch ein träumender Geist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, der sich nicht raussuchen kann, was er denkt. So wenig, wie du dir auf Prüfling raussuchen kannst, welche Fragen und Antworten in einer theoretischen Prüfung auftauchen und in deiner praktischen Prüfung, wo du ja schon automatisch dich bewegst, zumindest illusionär in deinem Traum, durch deine Traumwelt, wo ich dich hinführe, was ich in dir auftauchen lasse, was ich alles um dich herum passieren lasse. Es ist alles ein verdammter Test von Test Udo. Ich habe gesagt, du sollst auf den Johannes achten. Mehr über diese wissenschaftlichen Wahnsinn hörst du Geist im Ellingen-Vortrag. Das sind Photonen im Flug, die Sie hier sehen. Und wir wissen natürlich, wenn jetzt Photonen hier auf so eine Trenn schießen. Die sind Wahnsinnige. Jetzt könnte ich wieder als Materialist sagen, ihr müsst Milliarden für Steuergeldern abdrücken, um diesen Scheißdreck zu finanzieren. Du siehst jetzt, dass ich als Person wirklich alles gebe, weil der Vortrag lang ist, mache ich eine raumzeitliche Geschichte. Da haben wir wahrscheinlich einen Virus eingefangen gehabt, denke ich jetzt. In der Vergangenheit war nie was. Die sind diese Ohrenbarungen, ob das die Selbstgespräche, die Vorträge sind. Jetzt kommt die Sache. Ich sage als Christus, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihm ist überhaupt nicht bewusst, dass er einfach auf einen Monitor glotzt. Er sieht nicht, was er sieht. Er sieht Illusionen. Sind wir auch tausende Male drauf eingegangen, was ist eine Illusion, eine Halluzination. Übrigens auch du, wenn du Zeitung lesen tust. Du siehst nicht, was jetzt da ist. Es ist kein normaler Mensch, der den Fetzen Papier sieht, wo Farbspritzer drauf sind. Das ist das Einfache, so einfach. Es ist die Lösung, die absolute Loslösung allen, was dir bisher Angst gemacht hat. Du müsstest nur schauen, was ist jetzt da. Du schaust diese Farbspritze an, du nennst es Worte, während du die Worte anschaust, die jetzt in deinem Gesichtsfeld auf dem Papier in Erscheinung treten, fängst du mit deiner Stimme zum Sprechen an. Das kannst du alles überprüfen, wenn du dich beobachtest. Das ist Meditation. Das ist hundertprozentig sicher alles. Ist das jetzt ein Schwätzer, das Pixelmännchen, oder erzählt er dir bloß das, was hundertprozentig sicher ist? Und diese Worte werden jetzt ganz subjektiv geprägt von dir zu einer Vorstellung, die du dir ausdenkst, nach Syrien, die hungernden Kinder mit Senfgasangriff und so weiter und so weiter. Ist das nicht schlimm? Und du meinst, du hast überhaupt nichts mit dem Zeug, das du dir denkst, zu tun. Du brichst das zweite Gebot, du bist felsenfest davon überzeugt, dass das da außen unabhängig von dir abläuft und du bist nicht schuld. Die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist ein ganz intimer Akt. Musst auch keinen missionieren, keinen. Das ist das Spiel, da kommt dann die Marienerscheinung, nenne ich das bei ihm, wenn man das Video anschaut. Das ist die Augen, die Verzückung, ich weise immer auf die Physiognomie hin. Was aber hier eigentlich jetzt das Schöne ist, Fischzeichen der verfolgten Christen. Und jetzt genau die kleine Stelle schauen wir uns hier noch an. Der Name Jens Fischer, das ist dann der Sänger von dem Lied, das sollte man sich anhören, das ist sehr tief, denkst du dir natürlich aus. Da ist
ganz interessant. Rot gelesen, Gott ist E-Quadrat und das ist ein seiendes Bewusstsein. Und jetzt haben wir NS, denk an die NS-Zeit. Das ist blau gelesen, ist die existierende Raufzeit, sind Facetten, die in dir auftauchen. Das wäre jetzt das hebräische F-Isch. Und das Ganze passiert in dem wirklich erwachten träumenden Geist. Dieser Jens Fischer des biblischen Namen Johannes, ich habe gesagt, achte auf den Namen Johannes, des Bibel, das heißt, in mir ist in Gott, im Nichts. Ischen heißt Schlaf und etwas vor sich hinträumen, Fischen. N, dieses Sein ist das große Amen des Johannes. Den habe ich auch in einem vorhergehenden Selbstgespräch, kurz vorm Hans. Kommt eigentlich, Jahwe hat Gnade gegeben. Der Herr sei gnädig, das kann man so übersetzen. Ist im Judentum der Ausdruck als Geschenk aufgefasste Geburt zu verstehen. Es ist ein Geschenk, dass ich dich träumen lasse. Es ist ein Geschenk, dass du Lebendigkeit erfährst, du Geist, sonst wärst du ein ewiges Nichts. Und das Ganze kommt hier in Jeremia Kapitel 42. Erhält dieser Johanan, Johannes, die Umschreibung von Jahwe Zebaoth. Das ist das Usos Schildkrötenzeichen, Zepp. Wie man Heim findet. Das ist der Herr der Herrscher in den Übersetzungen. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Das ist der Geist, den du jetzt zuhörst. Und darum haben wir hier ganz am Ende einen kleinen Auszug. Die zwei Videos beschreiben die Jetztzeit, absolut von Jens Fischer, die Jetztzeit. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und dann ist jetzt hier Schluss jetzt. Das nicht existierende Ende, ein Sub, das über allen steht, aus dem alles entspricht, bin ich UB 86 Elohim. Das ist hier die Armada der Irren. Und da kommt jetzt ganz hin, Holo Feeling, Welcome Home. Extrem meditativ, das sind ganz kleine Auszüge aus den Offenbarungsschriften. Einfaches Deutsch, das nicht diskutierbar ist. Und diese Bakterien, dieses BAC, ich springe mal hin und her, da wird es nämlich interessant. Wir haben jetzt BA, ist das Kommen. Dann haben wir das Kaff, das ist dein Hineingehen in die Traumwelt. Du bist über den Jordan gegangen. Was jetzt natürlich interessant ist, wir können das Ak einzeln schreiben. Und das ist hebräisch, heißt es aber allein, nur, doch, jedoch, kaum, gewiss, für wahr, sicher, bestimmt, ja, aber dennoch ganz nichts als Schlage, zerschlage, zerschlage, wüde und aber nur eben jetzt. Jetzt all diese Wörter kann man ganz leicht in eins fassen. Es gibt eben, das ist die Nulllinie, unsere Spiegel, unsere Wasseroberfläche meiner Symbolik, eben räumlich und zeitlich jetzt. Jetzt kann ich natürlich Expand lesen, das heißt eine herausgetretene Polarität, dann taucht eine Gedankenwelle auf. Und das ist AB, kann ich jetzt Vater, der Vater lesen, der immer ist, der Erwachte. Ich kann aber auch AF lesen, AB als W ausgesprochen, dann heißt es das Aufblühen von irgendetwas Erweckten. Das heißt, du kannst dieses AK auch Eck lesen. Ich sage immer, ich verstecke, ich strecke eine Ecke, das liest du auch Eck. Und das bedeutet eben jetzt, unmittelbar hier und jetzt ist nur, hebräisch nur heißt Existenz einer aufgespannten Berechnung. Das ist ein flackerndes Licht, eine Katze. Bloß, genau, gewiss, nur das da, was du jetzt denkst, in meinem Bewusstsein erscheint immer nur das, was gewiss, Gehirnwissen, eben nur E-Quadrat ist der Sohn. Nur flackernd, jetzt als ausgedachte Erscheinung, gerade da, geöffnete Schöpfung oder geöffneter Augenblick ist. Fragen? Jetzt haben wir das alles verbunden. Bei Holofeeling gibt es keine Widersprüche. Jetzt können wir natürlich hier uns das TR noch anschauen. Als TR gelesen ist eine Reihe. Reihe ist eine Spiegelwahrnehmung und so weiter und so weiter. Und wenn ich das in dem Spiel mit dir mache, wirst du dich wundern, was da alles drinsteht, weil du denselben Text liest und es steht plötzlich was komplett anders da. Mit den ganzen kleinen kugelwellenförmigen sogenannten Kokotten, guck, ich könnte jetzt jede Kleinigkeit Kenntnis etwas überlegen und Lügen verbreiten, die zylinderförmig sind. Das führt dich dann irgendwie zu dem Motor auch. Modo, den hat man hier bloß mit einem harten D geschrieben und so weiter und so weiter.
So, und jetzt zum Thema. Bist du Impfbefürworter oder Impfgegner? Ich bin immer noch Impfgegner. Keins von beiden. Du bist der, der sich mit dem Kampf an. Ja. Das heißt, du ziehst dich zurück in dich selbst. Ja. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Und dann wirst du merken, du hast Angst. In dem Zielschwall, wo du dich hinfokussierst und immer wieder kommt der Zweifel in dir auf. Ich sage, der Zweifel ist der Teufel. Immer wieder ein neuer Zweifel, der in dir auftaucht. Dann hast du plötzlich wieder eine Operation, irgendein aus dem Krankenhaus, eine, die auf der Intensivstation arbeitet. Und wie die da liegen und wie die leiden müssen. Und dann schaust du auf deinen HD-Fernseher und dann sind da diese echten Menschen drauf. Diese echten Menschen, die du siehst, dann taucht wieder ein Professor auf, der sagt, lasst euch impfen, verdammt nochmal. Diese Wahnsinnigen, hört auf Verschwörungstheorien reinzufallen. Und dann gehst du mal vollkommen wertfrei in die Verschwörungstheoretiker-Szene rein. Verschwörungstheoretiker, diese Professoren, diese Pathologen, diese hochdotierten Professoren, sind das Verschwörungstheoretiker? Dein Hauptproblem ist für dich, kann bloß eine Seite richtig sein. Die große Falle des falsch ausgelegten, missverstandenen Aristoteles. Wenn sich zum selben Thema etwas widerspricht, zwei Meinungen, kann nur eine davon stimmen. Ist jetzt ein Kegler, Kreis oder Dreieck? Was hier nicht erklärt wird und dann doch wieder erklärt wird, weil alles perfekt ist, ist der ausgeschlossene Dritte. Die Synthese erzeugt nämlich was vollkommen Neues. Aus Flächen einen Körper. Aber das ist noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Da solltest du ein bisschen in das Farbenspiel reingehen und bei Theologen, egal was ihr denkt, solange du unbewusst chronologisch raumzeitlich denkst, solange du dir nicht jeden Moment, der in dir auftaucht, bewusst macht, das kommt jetzt aus mir und das ist, weil ich es träume. Wenn dir das nicht jeden Moment bei jedem Wort, wo ich jetzt sage, bewusst ist, hast du noch sehr, sehr viel zu lernen. Ich finde, da ist sehr, sehr viel zu leiden oder sehr, sehr viel Freude zu haben und viel freudig erleben zu dürfen. Es geht nicht um richtig und verkehrt, sondern um das, was ist. Und um das zu erkennen, was ist, schau einfach. Aber du siehst dann meistens sofort wieder die zwanghafte Interpretation deines Egos. Ja. Es bäumt sich auf ohne Ende. Allerdings. Du sagst immer wieder, du wirst merken, dass das dann mal dein Wertesystem komplett umkippt, dass alles, was für dich gut war, richtig war, wo du felsenfest zur Form geworden, überzeugt war, das ist so, dass du das genau ins Gegenteil kehrst und alles, was dich angewidert hat, kehrst du um und du wirst feststellen, das ist genau die Seite, die jetzt richtig ist, wenn du das magst. Das ist genau die Hälfte, die dir fällt, um auf die höhere bzw. tiefere Ebene zu kommen. Ja. Das Himmelreich, rot gelesen, Ha'im ist wieder El-Ha'im, das Meer, ist eigentlich ein absoluter Abgrund. Der Abgrund, der Abyssus. Willst du mehr von Gott erfahren, musst du in die Tiefe, in die absolute Tiefe, in die geistige Tiefe von El Hayom, Gott im Meer, hinabsteigen. Mhm. Und dann haben wir wieder automatisch eine Gegenseite. Und darum sage ich, die Erkenntnis der absoluten Unfreiheit, die Akzeptanz, ich bin ein träumender Geist, ich habe nicht den geringsten Einfluss darauf, was ich träume. Aber das Wissen, die Tiefe. Wir haben es, Holger, ich weiß Bescheid. Das sind jetzt wieder solche Sachen in dem Holger-Leben, passiert jetzt was ganz Eigenartiges. Da müssen wir jetzt aber nicht genauer drauf eingehen. Dass diese Erkenntnis, dass du der Einzige bist, der es erlebt, und dass du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Aber jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Allen voran, wenn du dich darauf fokussierst, wie reagiere ich auf diese Reizauslöser. Und dann wirst du auch erkennen, dass zwischen den Impfbefürwortern und den Impfgegnern dennoch ein großer Unterschied ist. Nicht nur, dass die gespiegelt gegenüberstehen, sondern die eine Seite kannst du nachvollziehen und die andere erschafft eine Vergangenheit als Quelle von Angst. Das ist wie das Klingeling-Beispiel. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen. Beides ist richtig für den, der diese Logik zum Denken benutzt. Dein klassisches, in mir taucht ein Geräusch auf, Klingelingeling, weil da außen einer ist, der mich anruft. Aber du musst einfach glauben, dass du aufgrund des Klingels dir einen Anrufer ausdenkst, der nicht existiert hat, bevor es geklingelt hat. Weil für dich immer nur das existiert, was du jetzt als Information hast. Und nur dieser einfache Satz,
dass jeder neue Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Und dass jeder neue Blickwinkel, den du auf deine Verabrede holst, jedes neue Bild, das du sinnlich wahrnimmst, das bestehende Bild zerstört durch den ständigen Wechsel, das Verändern des Arrangements. Wenn ich jetzt ganz gezielt an eine Verabrede denke, dann kriege ich nämlich mit, dass hier nur die Helligkeitsunterschiede jetzt in dieser Metapher der additiven Farbmischung sich verändern. Das ist Wissen. Wir benutzen mit Holofeeling alles Wissen deiner Menschheit. Das Religiöse, das Chemische, H2O. Jegliche Art von Wissen wird über die Sprache in Zahlen, ich erzähle dir was, umgewandelt und dann in eine arithmetische Form gebracht, so wie wenn du jetzt ein Videospiel mit einer Verabrede spielst, im Hintergrund ein vollkommen statischer Komplex von Bündchen und Strichen ist, 1 und 0 ist. Und das ist natürlich jetzt, überfordert deinen Intellekt um Welten, obwohl es im Hintergrund in dir schon drin ist. Darum ist das alles relativ einfach. Du merkst jetzt, wenn du die Physiognomie anschaust, von dem Männchen, ist da überhaupt was? Was ist, kann jetzt ein Holger was empfinden? Das ist, schau einfach, was da ist. Das macht das ewige Spiel des Lebens aus. Und jetzt lassen wir es, glaube ich, für heute genug sein. Wenn nicht, hörst du es immer wieder an, du wirst wiederholen und wiederholen und wiederholen mit Freude und Neugier, so wie du einen Film anschaust, einen spannenden Film anschaust, wo immer wieder Haken schlägt. Darum sind auch diese Kinofilme da, zumindest in einer gewissen Zeit deiner Reife, dass du das erkennst, dass da Metaebenen gibt, dass es immer um die Metaphern geht, nicht um die oberflächlich betrachtete Geschichte. Und der einzige Feind, den du zurzeit hast, das ist das, in Ich bin du, ich habe es oft erwähnt, heißt es, das Pathologischste, das Krankhafteste in dir ist das, was du mein gesunder Menschenverstand nennst. Dieser gesunde Menschenverstand ist hochgradig verkrebst, mit Viren durchsetzt, der macht dich krank. Der macht dich körre, der macht dich Angst. Ständig redest du dir ein, du müsstest dich zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden, weil du nicht an das Falsche glauben willst. Obwohl du alles glauben könntest und alles nachvollziehen könntest, in dem Moment, wenn du den Hintergrund dir bewusst machst. Der Hintergrund als Ding an sich bist du zuerst einmal selbst. Diese Gedanken, die du zurzeit denkst, wird es ohne dich gar nicht geben. Egal, was du denkst. Und was du denkst, baut immer auf einen gewissen Intellekt auf einen Glauben auf. Und dein momentaner Intellekt ist ein winziges, kleines Abziehbildchen. Ich könnte jetzt wieder sagen, ein Virus, komplett blau gelesen. Von vielen möglichen Denksystemen. Jedes Denksystem, jeder Glaube, AOB Beschwörung, die im Widerspruch zu einem anderen Glauben, zu einer anderen Beschwörung, zu einer anderen Logik steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Du denkst ja nicht nur deine Logik aus, sondern auch all die ganzen logischen Denksysteme und Glaubenssysteme, die im Widerspruch zu deiner Logik stehen. Und das ist deine Entheiligung. Und jetzt lassen wir es gut sein.